Hey ihr Verwirrten, willkommen zurück zu Cyberpunk. Ich bin übrigens auch verwirrt. Wir haben letztes Mal Joshua Stevenson kennengelernt, den wir eigentlich umbringen sollen, weil der hat wiederum die Frau unseres Auftraggebers getötet und jetzt auf einmal stellt sich raus, der Kerl will irgendwas machen mit irgendeinem Studio und der Polizei und ich habe keinen Plan, was hier los ist. Was passiert hier? Und Vasquez ist auch dabei. Ein Polizist und ich habe keine Ahnung, was der für eine Rolle spielt. Vielleicht passt du einfach auf, dass er dich abhaut. Als Straftäter. Als mehrfacher Mörder vielleicht. Was will er denn hier? Ich habe wirklich null Ahnung. Sulaika. Du bist spät dran. Ich habe unterwegs jemanden aufgelesen. Jemand vom Studio? Erinnerst du dich an deinen letzten Brief an mich? Er ist genauso, wie du beschrieben hast. Wie? Das ist Sulaika. Hi? Wie? Freut mich. Mhm. Bist du mit Joshua befreundet? Kompliziert. Ist eine lange und seltsame Geschichte. Mama ist noch nicht wieder da. Wir können drin auf sie warten. Kommt rein. Beeilt euch. Ich warte draußen. Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung, was... Wer ist die Frau? Was geschieht denn hier? Okay. Das ist ein Schrein für einen Toten wahrscheinlich. Aber wer ist das? Ist das der Bruder von Joshua oder ist es... Oh, warte mal, hat er vielleicht den Bruder, nicht den Bruder, hat er die Person getötet hier, die da zu sehen ist? Guck ich mal ein bisschen um hier. Johnny ist mit dabei. Oh, eine Weste. Noch ein Bild. Sag mal, die haben auch echt viel von ihm noch hier. Warte mal, ich lese mal, vielleicht haben wir hier noch Hinweise. Nachrichten. Vielen Dank. Von Sulaika El Amar. Im Nachhinein erkenne ich nun, dass sie mir den bestmöglichen Rat gegeben haben, Vater. Liebe ist das beste Heilmittel und Vergebung befreit die Seele. Ich fühle mich gestärkt von den mutigen Schritten, die ich gemacht habe, aber noch mehr Stärke finde ich darin, wie das Senfkorn treibt und wächst. Ich danke Ihnen zutiefst. Von Sulaika an Pastor Stephanos Nasso. Heute habe ich das Evangelium gehört. Diese Generation ist eine böse Generation. Sie fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein Zeichen geben, gegeben werden. Es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Ich erkenne jetzt, dass Night City wie Ninive noch ihren Propheten erwartet. Viele von uns tragen unsere Kreuze, als seien wir unsere eigenen Propheten, von anderen vergessen und unbeachtet. Ist unter uns keiner, der das Senfkorn werden mag und auf dessen Äste eines Tages Vögel nesten werden? Nach Rubens Tod sind meine Tage verdunkelt und ich bete, dass der wahre Pfad sich mir zu erkennen geben wird. Ich hoffe, dass ich eines Tages aus der Höhle des Löwen entkommen und das Licht erblicken werde. Okay, von Sulaika an Pastor. Vater, danke für Ihre tröstenden Worte. Es ist immer noch schwer, zu meiner Mutter durchzudringen und unser Verständnis bleibt Verhältnis bleibt angespannt. Wenn Sie ein wenig Zeit haben, wäre ich dankbar, wenn Sie uns nächste Woche besuchen könnten. Und nochmal von Sulaika an Pastor, die ist echt, ja. Vater, es ist so schwierig, Jesus' Beispiel zu folgen. Nach so vielen Tagen ist der Schmerz genauso unerträglich wie zu Beginn. Unser Herr sagte, lass die Toten ihre Toten begraben. Aber ich muss unentwegt an den Tod meines Bruders denken. Wie soll ich die Worte... Oh, es ist wirklich... Also ihr Bruder, nicht seiner übrigens. Wie soll ich die Worte, gehe du aber hin und verkünde das Reich Gottes interpretieren? Bedeutet Erlösung durch Leiden, dass ich Trost in meinem eigenen Schmerz finden werde? Alles klar, also Sulaika ist die Schwester des Typen auf dem Bild. Ich schätze mal, das hier war sein Zimmer. Turbo Dracula. Oh, was war hier? Leuchtstab. Junk. Okay. So, hier. Dein Gott, dein Kiroshi. Das ist mein Augenimplantat, ist von Kiroshi. Na, komisch, also offensichtlich hat er wahrscheinlich den Bruder von Sulaika umgebracht, aber sie hat ihm verziehen? Ich weiß ja nicht. Das ist ja mal ein cooles Klo. Die Dusche. Die ist auch cool. Aber nichts für große Menschen. Wie bitte, mich. Setzt euch. Alles klar. Ich find's ja echt... Kann ich euch was anbieten? Einen Drink? Hallo? Ich kann dich auswählen.
Hallo? Ich kann die Optionen nicht ändern. Ja, nehme ich halt Wasser. Ein Glas Wasser? Aber ich kann es mir auch selbst holen. Gern. Wo gibt's Wasser? Auf dem Klo. Eigentlich nehme ich ungern Getränke an in fremden Häusern. Damit geht man Verpflichtungen ein. Das ist nicht... Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein Gott. Amen. Mazel Tov. Suleika ist die Schwester des Mannes, den ich umgebracht habe. Ja, habe ich rausgefunden. Sie hat mir Briefe geschrieben, als ich hinter Gittern war. So haben wir beide zueinander gefunden. Durch Vergebung. Uff, finde ich schwierig. Joshua hat durch dich Erlösung gefunden? Ihr Brief hat alles ins Laufen gebracht. Ich habe einen Bruder verloren. Gott gab mir einen anderen. Oh, finde ich echt schwierig, ne? Echte Gläubige sind in Night City nicht gerade verbreitet. Die Vorsehung hat dich unter mein Dach geführt. Gott hat uns zusammengeführt. Sag mir wie. Glaubst du an Gott? Oh. Ich weiß nicht, ich bin eigentlich Atheist. Vielleicht sogar ein bisschen Agnostiker, aber... Soweit ich weiß, könnte es da draußen eine höhere Macht geben. Aber keiner kann oder wird das je beweisen. Glaube ist etwas, das nur du selbst beweisen kannst. Suleika und ich waren uns über etwas uneinig. Vielleicht kannst du uns ja Klarheit bringen. Oh nein! Das sollten wir wirklich nicht hier besprechen. Ich meine, diese christliche Lebensweise ist ja nicht verkehrt. Nächstenliebe, so ein bisschen Aufopferung, vielleicht Empathie anderen gegenüber zeigen, die eigentlich gar nicht mit einem zu tun haben. Ich bin ganz Ohr. Aber ich glaube halt nicht an Gott. Joshua, ja. Er hält sich für den Messias und will sein Leben beenden. Das stimmt so nicht. Ich habe mich nie als Messias bezeichnet. Selbstmord. Glaubst du wirklich, Gott würde sowas von dir verlangen? Es ist aber kein Selbstmord. Worum geht es hier eigentlich, Josh? Als die Medien erfuhren, dass ich im Gefängnis zu Gott gefunden habe, war mein Gesicht danach auf allen Titelseiten. Ein Brandon-Studio erfuhr auch davon. Sie schickten Leute, um mir ein Angebot zu machen. Blutsauger. Mir stand der elektrische Stuhl bevor. Aber jetzt wird mein Tod mehr als ein vom Staat befohlener Mord sein. Wow. Die wollen einen Braindance von seiner Kreuzigung drehen. Eine Hinrichtung. Nur verpackt in heilige Roben. Wow, ernsthaft? Das ist durchgeknallt, nichts weiter. Es ist viel schlimmer als das. Blasphemie. Suleika hat mich zu einem Kind Gottes geformt. Es wird Zeit, dass ich ihr dafür danke. Ich möchte allen kundgeben, dass die Liebe existiert. Und zwar so, dass all die Verlorenen dieser Welt es verstehen. Wieso Liebe? Wenn bedingungslose Liebe existiert, dann gibt es auch einen Gott. Die Welt muss nur an seine Existenz erinnert werden. Denk an die Millionen, die wie Vieh an ihren Feeds hängen. Die Kinder, die inmitten von Gangs aufwachsen. Wissen sie, was Liebe ist? Denk an die Joy Toys in der Jig-Jig Street. Zugekokste Konzernratten in ihren Büros. Mörder auf den Straßen. Ich will und werde sie erreichen. Boah, ist schwierig. Ich glaube nicht, dass du das schaffen wirst. Denk an bezahlte Killer wie dich. Wie? Kennst du die Liebe? Weißt du, was sie ist? Ich liebe Judy. Und Jackie habe ich bestimmt auch geliebt als Freund. Mutter ist da. Oh. Joshua Stevenson. Wie unerfreulich. Und wer sind Sie? Ich bin Vee. Geht. Ihr seid hier nicht willkommen. Mrs. Elamar. Ich bin hier, um Sie um Vergebung zu bitten. Du hast meinen Sohn ermordet. Das ist etwas, das ich nie vergeben kann. Ich bereue den Schmerz, den ich verursacht habe, zutiefst. Raus aus meinem Haus! Sofort! Boah, ich... Geht einfach! Ich kann sie echt verstehen als Mutter. Alle zusammen! Mir reicht's jetzt, Josh. Warte. Nein, das war's für mich. Du hast mein Kind getötet. Ey, ich kann... Meinen was? Ruben. Mission fehlgeschlagen? Warte mal. Nee, das will ich... Das wollte ich jetzt nicht. Meinen Sohn! Boah, es ist halt... Ich sag ja... Okay, zurück zum Auto.
wenn man vielleicht einen Geschwisterteil verliert, ja, seinen Bruder in ihrem Fall, in Sulekas Fall, ist halt richtig krass, ja, aber ich glaube, wenn ich mein Kind verlieren würde, wenn jemand mein Kind umbringen würde, boah, ich weiß nicht, ne, also ich würde jetzt nicht sagen, Auge um Auge, ich bin nicht so, ich würde da nicht Rache üben und die Person umbringen, aber ich wollte die nie sehen, ich... Mein Ruben. Wow, was war das für eine... Geh einfach. Oh Mann, die Sache, das ist halt bitter. Ich könnte dem Mörder wahrscheinlich auch nicht vergeben. Ich weiß nicht. Oh, der Mops. Oh nein. Ich wollte die Person nie sehen. Ich wüsste nicht, was ich tue. Also, ich könnte mich wahrscheinlich nicht selber kontrollieren, ehrlich gesagt. Das sind ja immer diese Stufen der Trauer, ne? Dass du halt erst nicht akzeptieren willst, dann kommt die Verzweiflung, dann kommt dieses, ich kann es gut machen, so nach dem Motto, oder ich kann, dann kommt die Wut und diese Hilflosigkeit, ne? Ich weiß gar nicht, wie die Stufen jetzt wirklich ablaufen, aber... Also ich meine, googelt's einfach mal, ich weiß jetzt die Schritte nicht mehr, welche das sind, aber die sind eigentlich bei jedem gleich, diese Verdrängungssachen und ich so wünschte, weiter. Ich hätte mit Gloria reden und ihr alles erklären können. Irgendwie dachte ich... dass sie mir vielleicht doch noch vergibt. Wir sollten was essen. Das ist halt echt krass. Wo essen wir? Pies. Oh! Dort gibt's richtig guten Kaffee. Kuchen! Käsekuchen! Im Pies haben die den besten Käsekuchen. Ich will Käsekuchen! Laktoseintolerant. Wie wär's mit veganer Avocado-Eiscreme? Auch geil. Wo kennst du die Stadt? Das ist aber schlecht für dich, Veskes. Warum fragst du? Nur neugierig. Mir gefällt's hier draußen, das ist alles. Käsekuchen! Keiner kennt Night City je wirklich. Die Stadt verändert sich ständig und überrascht dich. Gehört zum Charme. Hm, das stimmt. Hast du gerade gesagt, zum Charme? Zum Charme? Ich habe gerade Anführungsstriche gemacht mit den Fingern. Also Charme würde ich jetzt nicht sagen. Okay, es ist wieder jetzt wahrscheinlich peinliches Schweigen angesagt. Ach Mann, das ist schwierig. Ich weiß nicht, wie würdet ihr das sehen, wenn jemand einen Familienangehörigen tötet? Beziehungsweise wenn ihr Eltern seid oder wenn ihr Elternteil seid und ein Kind habt und das liebt? Ist ja wahrscheinlich so, ne? Sollte auch so sein, hoffe ich, aber... Also ich weiß nicht, ich wollte die Person nie in meinem Leben sehen und mit ihr reden sogar. Also, und auf einmal sitzt er halt bei ihr mitten im Haus und die Mutter kommt nach Hause und... Stevenson rein. Und besorg uns einen Tisch. Nee, also wirklich, ich muss mit nee. Unserem blinden Passagier reden. Ihr habt mich hier eingeladen! Blinder Passagier. Ich glaube, es hackt. Als hätte ich mich hier selber... Warum ist das Auto gerade verschwunden? Okay. Frech? Finde ich frech? Oh, kann ich. Warte noch. Ich muss mit dir reden. Also, was hältst du von unserem nächsten BD-Superstar? Boah, ich weiß nicht. Dem sitzen ein paar Chips locker. Der Junge braucht dringend eine Therapie. Hm. Sehe ich genauso. Aber dafür ist es zu spät. Wenn du ihn für so verrückt hältst, warum ist er dir dann so wichtig? Weil er etwas besitzt, das nicht leicht zu kriegen, aber extrem begehrt ist. Man nennt es Authentizität. Sein Hirn mag im Moment in Scheiße schwimmen. Aber er glaubt felsenfest an das, was er sagt. Okay, ich bin auch authentizistisch, aber mich kannst du nicht ausbeuten. Klingt nach dem perfekten BD-Schauspieler. Einer, der auf keinen Fall die Show vermasseln wird. Stevenson könnte für unser Studio eine wahre Goldgrube sein. Boah, du bist so eine Ekelhafte. Was kümmert mich das? Du fickst mit seinem Verstand. Stellst einfach zu viele kritische Fragen. Du wächst Zweifel in ihm und könntest damit mein Kapital aufs Spiel setzen. Deshalb zahle ich dir das Doppelte von dem, was er dir versprochen hat, damit du jetzt gehst. Tu's nicht weh. Ich ficke mit ihr Verstand. Ich glaube, das ist deine Frisur, Alte. Nee, also ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht unbedingt Mitleid mit dem Typen, aber ich finde, was die machen wollen, ist absolut beschissen. Worauf meine Antwort ist nein. Wieso habe ich das Gefühl, du kapierst nicht, was ich dir hier anbiete? Doch, das tue ich. Gehen wir rein. Diese Frisur ist so 2019 YouTuber. Also Typen halt, ne? Nicht übel für einen beschissenen Dieb. Furchtbar. Boah. Konzernratten. Glauben, die können alles mit Eddies lösen. Und du hast dir das Gegenteil bewiesen. Mach sie nur nicht sauer, sonst beißt sie noch. Vielleicht mag ich das ja.
Vielleicht beiß ich zurück? Nee, also das finde ich nicht cool. Ich meine, der Typ ist eh schon verwirrt und sagt ja, er hat zum Glauben gefunden, aber was willst du im Knast sonst machen, wahrscheinlich, wenn du mehrfacher Mörder bist? Ah, das finde ich halt nicht okay, dass er sich öffentlich selber am Kreuz... Nee, ist nicht cool. Beiß! Ich will Kuchen. Was? Schieße ich dir die Birne weg. Wow. Wo gibt's hier Kuchen? Gib mir Kuchen, Frau. Sich an der Kreuzung 7. und 15. Avenue. Was willst du? Kuchen! Mann, ey! Ich krieg keinen Kuchen hier. Ich will das frech. Ich kann hier nichts einkaufen. Boah, es ist viel zu laut für mich irgendwie. Alter. Er sieht aus wie ich. Ich habe nur einen geileren Bart und weniger Haare aktuell. Ey, wie assi sie raucht, während er isst, finde ich total eklig. Selbst für einen Bullen. Er ist ein Gewohnheitstier, wie so viele Menschen. Das finde ich total widerlich, dass jemand raucht, während ich essen würde. Vasquez, ist der Cop durch und durch? Oh, da steht schon was. Der Typ ist mit einer Marke geboren worden. Dann muss er ja richtig Dreck am Stecken haben. Der Hauptinvestor des Studios ist ein Konzern. Im Gegensatz zu dir mag Vasquez keine mächtigen Feinde. Ich finde das aufregend. Dieser Braindance. Bin neugierig. Erzähl mir davon. Er heißt Die Passion. Und wir wollen damit die breite Masse erreichen. Und BDs revolutionieren. Wie das? Nun, Stevensons Freigang ist sehr kurz. Wir können nur das Ende mit ihm drehen. Wow. Für die Szenen davor nehmen wir BD-Doubles und Imobank-Bestände. Wird sich trotzdem anfühlen wie Stevenson. Wie ist das möglich? Wie wohl? Wir gehören zu IBM. Die stecken Riesensummen in Technik. Bald brauchen wir gar keine Schauspieler mehr. Das wird schön. Ja, alles emuliert. Josh, klingt, als würdet ihr ihn gar nicht brauchen. Das echte Leid Jesu Christi. Das kriegen wir rein digital noch nicht hin. Alter. Das ist so dumm. Und du? Hast du auch was zu sagen? Sie nutzen ihn halt voll aus. Die Autoren überredet, sich am christlichen Lukas-Evangelium zu orientieren. Sie wollten Johannes. Und das ist wichtig für, Johannes ist plump und übertrieben. Das Lukas-Evangelium passt besser zu meiner Empfindsamkeit. Außerdem ist Lukas Christus bereit für sein Schicksal. Das soll die Welt verstehen und spüren. Den Glauben eines Mannes erkennt man an seinem Johannes. Und was genau willst du den Leuten vermitteln? Dass Christus voll Gnade war und noch heute jeden Tag für die Sünden der Welt stirbt. Was mit deinem Mund? Okay, das reicht. Stevenson darf jetzt nicht abgelenkt werden. Er muss sich konzentrieren. Ach, die Phrasen. Entspann dich, Rachel. Stimmt ja. Ich weiß gar nichts über dich. Wie verbringst du deine Freizeit? Was machst du, um den Kopf freizukriegen? Geht euch einen Scheiß an. Ah. Die Frage war ernst gemeint. Ich meditiere. Ich hätte dich nicht für den spirituellen Typ gehalten. Passt gar nicht zu dir. Wisst ihr, was euer Problem ist? Deine Frisur. Ihr weigert euch zu verstehen, dass Spiritualität etwas Persönliches ist. Und warum bist du überhaupt hier? Für das Gratisessen? Welches Essen? Ich sag dir warum. Nein, ich... mich interessiert nicht die Bohne, was du zu sagen hast. Was fragst du dann? All das Gerede über Gnade und Erlösung und Wandlung. Ich könnte kotzen. Lasst es euch von der BD-Produzentin sagen. Religion ist nichts als Lüge. Wow. Aber Rachel... Nein, mir reicht's für heute. Iss auf. Du übernachtest im Studio. Und du? Verschwinde. Dein Geld kriegst du bald. Bis dann, Vi. Ich bin froh, dass wir uns begegnet sind. Ach, Joshua, ich meine, du hast zwar ein paar Leute getötet, aber irgendwie... Oh, wow, Wet Dream, was ist das denn schon wieder? Für Leistung, Vi. Echt guter Move. Was hältst du von all dem? Der Typ ist völlig durchgeknallt. Und die Konzernratten nutzen das schamlos aus. Ich weiß nicht, ich habe nicht unbedingt Mitleid, aber... Dein Zynismus geht mir langsam auf die Nerven. Wir könnten ewig darüber reden und es würde doch keinen was kümmern. Die
Konzerne bereichern sich weiter. Und die Massen bauen ihre Luftschlösser. Hey, wo ist Johnny der Rebell? Hast du ihn verloren? Hab ihn gefunden. Er steckt in dem Typen da. Er ist der wahre Rebell. Entscheide dich mal. Durchgeknallt oder Messias? Er hat den Verstand verloren, genau wie die ganze Welt. Und dein Verstand geht auch flöten, weil ich in deinem Kopf bin. Tja, wenn man die Welt retten will, ist das der erste Schritt. Ein angeknackster Verstand. Was meinst du? Gibt es Gott? Fuck. Ernsthaft? Na los, ernst gemeinte Frage. Was? Warum? Dein Herz stand still und dann nicht mehr. Überlegst du jetzt, ob ein Konstrukt überhaupt gerettet werden kann? Willst du mir weismachen, du denkst nicht darüber nach, dass du digital bist? Und über die Konsequenzen? Im Ernst? Ich meine, bist du schon tot? Oder lebst du so lange, bis der letzte Digi-Geist von dir zerfetzt ist? Du meinst, ich komme irgendwann in den Digi-Himmel? Eher in die Digi-Hölle. Aber ja, das meine ich. Wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, lebt Silverhand dann im Jenseits und ich rede mit seinem animierten Nachruf? Ich denke nie über sowas nach. Überraschung. Für mich bin ich nur ich. Kein Jenseits, keine Wunder, nur eine Digi-Psyche, die verarscht wurde. Die simple Wahrheit ist, ich war tot und jetzt lebe ich wieder. Und was war das? Ein Wunder? Wozu machte ich das? Zum Messias? Phönix? Oder zum frisch reparierten Fabrikborg? Ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist. Und du auch nicht. Ich sag dir, was es war. Ein cleveres Stück Konzerntechnologie. Wenn ein wahrer Messias unter uns wandelt, lautet sein Name Saburo Arasaka. Der, den du kalt machen würdest, wenn du ihm begegnest. Siehst du, deshalb bin ich ich und du bist du. Du fällst vor Göttern auf die Knie. Ich jag ihnen eine Kugel ins Hirn. Verrückter Tag heute. Irgendwie surreal. Aber die Realität ruft. Komm, wir haben noch was vor. Der Laden heißt Pies und die fressen alle Steak und Pommes. Warum ist keiner Käsekuchen? Das macht mich wahnsinnig. Und er isst Pizza. Was ist los mit euch? Hier gibt's Kuchen. Und warum sehe ich die ganze Zeit dieses dumme Nomadenkochbuch? Aber ich komme euch das aufsammeln, dann ist es vielleicht weg. Nein, ich suche das Nomadenkochbuch. Ja, du, ich rede mit dir. Bist du rundum zufrieden mit dir? Oh, ich hasse solche Ansagen im Fernsehen. Hey, du, ich rede mit dir. Nein, tust du nicht. Du redest mit irgendjemandem. Okay, ich lade das nochmal ganz kurz. Hey du, weißt du schon, materieller Konsum ist das Einzige, was mich davor bewahrt, meinen Verstand zu verlieren. So, jetzt würde ich mal sagen, guck mal, was noch zu tun ist. Nur ein Auto, Nebenmission, wir machen mal die Nebenmission, komm. Komm, wir machen mal die Nebenmission, ja, komm. Ja, ist schwierig, ne? Ist wirklich schwierig, solche philosophischen, beziehungsweise auch existenziellen Fragen. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich will auch nicht immer Moralapostel spielen, habe ich schon oft gemacht, ja, aber ich habe halt so meine Wertvorstellungen, hat jeder für sich, weiß nicht. Ich sag nur, ich könnte jemanden nicht verzeihen, der mein Kind umbringt, das geht nicht, nee. Ist vorbei. Wow. Oh, Panna. Glaubst? Okay, ich brauche wirklich deine Hilfe. Jetzt halt's. Können wir uns treffen? Natürlich. Wow, atme erst mal durch, Panam. Was ist denn los? Erinnerst du dich an Saul? Anführer meines Ex-Clans? Ihr habt euch zerstritten oder so. Ja, aber das ist jetzt egal. Die haben ihn. Wir sollten das nicht hier besprechen, wie? Der Ex-Counter-Strike-Clan? Sag mir einfach, wann und wo. Du ahnst ja nicht, wie schön es ist, das zu hören. Ach, Panam, für dich. Alte Kaldos-Lager. Ich erklär's dir dort. Die alte Kaldos? Ich dachte, ihr kennt euch nicht mehr. Ach, ist eine lange Geschichte. Beeil dich einfach, ich bin schon da. Alter, warum hat die... Was ist mit dem Gesicht los? Okay, ich mach die Mission zuerst. Riders on the Storm. Alter, ich weiß gar nicht, ob ich in so einer Zukunft leben wollte, wo jeder irgendwelche Gesichtsplatten hat, die er abnehmen kann. Ich find's ja jetzt schon gruselig, wenn sich jemand so die ganze Gebissleiste einfach rausnehmen kann. Ah, so.
Aber das hier ist halt echt pervers. Ich meine, die sind ja gar nicht mehr echt, die Leute. Die sind alle nur noch gemoddet und... Ah, ich weiß nicht. Irgendwie hat es ja irgendwie was Faszinierendes auch, aber... Ich weiß nicht, ich finde auch so Chips in der Hand faszinierend, dass ich damit meinen Einkauf tätigen könnte, dass ich nicht meine ganzen Bankkarten und so weiter dabei haben muss, versteht ihr? Oder dass man halt ein Smartphone im Handgelenk hat und das halt irgendwie so projizieren kann, dass man einfach so einen internen Speicher hat und kann dann halt da alles drauf, ne, so Fotos machen und so weiter. Das fände ich schon sehr faszinierend. Und alles in der Uhr, so eine Smartwatch, aber das, so Bodymods ist halt schon sehr, dass du hier bist. Speziell. Wusste nicht, dass du dich mit den Aldecaldos vertragen hast. Gehen mir nach wie vor manchmal extrem auf die Titten. Okay. Aber, weißt ja. Familie. Du sagst es. Was ist los? Sag schon. Die Wraiths haben Saw. Die Bleibirne ist mit einer zu kleinen Patrouille raus und jetzt verschwunden. Sicher, dass es die Wraiths waren? Wir überwachen ihr Lager. Wir wissen, dass sie Gefangene haben. Darunter auch jemand Wichtigen. Wir müssen Saw befreien. Weiß nicht wieso, aber ich wusste, ich kann auf dich zählen. Sind Schumbas sowas wie Kumpel? Immer, Panam. Du und ich, wir sind Schumbas. Dachte, das weißt du. Vorsicht, sonst glaub ich dir noch. Dann wirst du mich nicht mehr los. Oh. Ich werd's überleben. Bei allem guten Willen hast du aber bestimmt nichts gegen eine kleine Belohnung. Das beste Gewehr der Westküste. Eine Tektronica Grad. Du hast sie schon in Aktion erlebt. Und obendrauf der Dank der Aldecaldos. Hört sich schick an. Wenn du sie in der Hand hältst, wird aus schick ganz schnell arschgeil. Naja. Jetzt komm mit. Mitch erklärt dir die Details. Ich weiß nicht, die Knarre habe ich ja auch. Diese wie heißt sie nicht? Fivers. Ja, auf jeden Fall dieses Scharfschützengewehr, was so langsam schießt. Das fand ich halt nicht geil. Was ist denn hier? Ui. Eine Gersh-Anti-Personengranate. Fett. Die würde ich gerne bauen können. So, bist noch dabei zu laufen. Lässt sich hier blicken nach der Sache mit Scorpion? Wegen Saul wahrscheinlich. Also wäre es ihre Schuld. Ignoriere das. Ey, Pana. Ernsthaft? Du willst das echt durchziehen? Irgendwer muss es tun. Du weißt, dass das durchgeknallt ist, oder? Was hast du denn so im Angebot? Irgendwer muss es tun. Naja, die geilsten. Irgendwer muss es tun. Ich will eigentlich nichts verkaufen. Ich brauche Level 18 für dieses, dieses Upgrade, versteht ihr, dass ich das... Na gut, es hat 100, das ist egal. Dass ich das, dass die die schlechteren Teile zu besseren machen kann. Ich verkaufe mal den Alkohol hier. Was soll's. Ich will wieder Sachen verkaufen. Ich habe immer so viel Kram dabei, das mag ich nicht. So, das verkaufe ich nicht, das Wasser... Also hier, das Unterwasseratmen meine ich doch. Ja, das reicht. Ich würde gerne mal ein paar neue Mods haben. Also wirklich so Upgrades für meine Cyberware. Gibt's hier was? Oh, guck mal. Erhöht die Panzerung um 7%. Titanüberzug. Ich überlege gerade, habe ich schon sowas in der Richtung? Nee. Kaufmods. Also 900 ist ja nix, ne? Das ist ja nix. Die habe ich schon für meinen Raketenwerfer. Brutale Berserk und Thermalmunition. Nee, warte mal. Das habe ich doch. Das ist doch das, was ich schießen kann schon aus dem Arm, oder? Die Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Tabula Irasa. Das finde ich halt auch schön. Monodraht-Schockschaden habe ich, glaube ich. Aber brauche ich jetzt auch nicht. Monodraht. Ja, komm. Wo steckt Mitch? Ich finde den Raketenwerfer irgendwie am besten, glaube ich. Er müsste gleich hier sein. Warte mal, lass mal kurz, Fiberware. Wo ist das denn? Verfügbare Mods. Nee, das ist, ist das ein Implantateinsatz? Ich weiß es halt nicht. Nee, da nicht. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wo das... Warte mal. Komm gleich wieder, Panam. Nichts von Hilfe von außen gesagt. Ja, beruhigt euch. So, warte mal, da gehe ich mal auf... Was ist jetzt was? Meins? Nee, warte, ich gehe auf Cyberware und da kann man hier, glaube ich, einstellen. Wo war's? Genau, deine Items. So. Weil sonst kaufe ich mir ja wieder nur was von dem.
Das ist dann auch wieder alles auf der falschen, also auf der linken Seite hier angezeigt, obwohl ich das dann nicht kaufe. Das ist ein bisschen komisch. Kann ich auch nicht mal verkaufen, das Auge, das alte. Nein. Nein. Neues Tattoo, nein, ich behalte das Tattoo einfach. Hier sind die ganzen... Nee, ich weiß nicht, wo die Thermalmunition jetzt sein soll. Wahrscheinlich... Ist das nicht beim Raketenwerfer? Ja, ich kann mir jetzt... Seht ihr, weil das ist jetzt auch auf der linken Seite, aber das müsste ich jetzt kaufen. Und das hier, weil ich habe das schon mal so gehabt. Da steht zwar im Besitz, aber da achte ich nicht immer drauf. Da habe ich mir außerdem schon mal Sachen gekauft, musste wieder laden und so weiter. Nur so für euch zum Verständnis. Warum ich doof bin. Ach, ich soll mich dranlehnen, so ganz lässig, oder was? Okay, wie willst du das durchziehen? Still und leise. Ein offener Angriff wäre Selbstmord. Mitch kümmert sich schon um die Drohne. Du schleichst dich ins Wraith-Lager, ich deck dich. Still und leise. Zwei reichen da aus. Nicht, dass ich was dagegen hätte, den Ruffen eins reinzuwürgen. Es ist nur... Sieh dich um! Die letzten Angriffe haben die Hälfte von uns ausgeschaltet. Unsere Vorräte hängen irgendwo bei Reno fest. Und die Ausrüstung ist rotz. Wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Ich mag seine Stimme. Ob wir uns da je wieder allein rausziehen können. Die ist richtig cool. Also tu. Euer Anführer wird geschnappt und ihr hofft auf das Beste? Ich denke lieber nicht darüber nach, was ihr für die Schwachen unter euch tun würdet. Du hast echt Nerven. Lass ihn, Carol. Er kann es nicht verstehen. Mitch ist da. Ich habe eine Drohne zum Wraith-Lager geschickt. Willst du es dir ansehen? Oder lieber noch weiter rumnörgeln? Warum bin ich der Nörgler? Mitch, wie geht's dir? Gut, wenn man alle Probleme mit Panzerband lösen könnte. Aber du solltest dir um Saul Gedanken machen, nicht um mich. Riskierst du mal einen Blick? Dann sehen wir mal, was wir haben. Die Ruffen können sie nicht sehen. Tarnung ist an. Aber das frisst massig Akku, also beeil dich. Okay. Sie haben sich in der Zementfabrik breit gemacht. Mit einer Menge Ausrüstung. Die sind wie Heuschrecken. Schwärmen irgendwo ein, fressen alles kahl und gehen wieder. Aber diesmal... Siehst du die Wand? Die haben primitive Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Das spricht dafür, dass sie planen, länger hier zu bleiben. Frage ist nur, warum? Ich wette, einer der Gründe ist Saul. Oh, es sind schon einige. Wraith Bossjäger. Guck mal, das ist so witzig. 15 Eddies Belohnung. Oder 10 Eddies gibt's für den. Street Cred 15. Street Cred 420. Was ist das? Sniper haben sie auch auf dem Dach. Das ist total witzig. Wir müssen da rein. Der Wachposten dort ist bestimmt mit dem Rest des Lagers verbunden. Stell dir mal vor, du bist ein Bandit und halt ein Gangster und kriegst $10 Belohnung. Dort gehen wir rein? Vielleicht, aber es gibt auch Lücken in der Mauer und schlecht bewachte Bereiche. Kriegst du 10 Mark, wenn du ihn vorbeibringst? Okay. Das ist schon ein bisschen arm. Die harten Typen. Spuren? Yo. Reifenspuren. Ihre Fahrzeuge waren schwer beladen. Gepanzert. Könnte Ausrüstung gewesen sein. Das oder Saul ist nicht ihr einziger Gefangener. Drei Spuren führen zum Laster. Kannst du ihn scannen? Sekunde. Zack. Da drin haben sie bestimmt Saul festgehalten. 515 PS. Geil. Naja, braucht er wohl auch. Das Hauptgebäude. Da. Da müsste Saul drin sein. Das ist riesig. Klingt wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wenn sie noch nicht alles aus den Wänden gerissen haben, könntest du das lokale Kameranetz hacken. Du musst nur den Kontrollraum finden. Ich glaube, da war er. Der Kontrollraum. Oder hier. Nun. Schwierig. Also ist echt viel los hier, ne? Ohne Alarm wird's echt. Aber ich könnte hier reinkommen, sehe ich gerade. Die Garage mit dem Hauptgebäude. Ah. Okay,
Damit können wir arbeiten. Aha. Über das Kabel eventuell. Mal gucken. Alles klar soweit? Ich krieg das hin. Fassen wir alles nochmal zusammen. Ach, na gut. Die Ruffen halten Saul fest. Er ist irgendwo in ihrem Stützpunkt gefangen. Wir sind die Kavallerie, die ihn hoffentlich rechtzeitig rettet. Du gehst rein und ich gebe dir Deckung. Offener Kampf wirklich nur, wenn es gar nicht anders geht. Die sind viele, wir nicht. Wir müssen jede Chance ergreifen, die Oberhand zu gewinnen. Du holst Saul da raus und dann hauen wir so schnell wie möglich ab. Ist jetzt alles klar? Ja, holen wir Saul da raus. Perfekt. Mitch, ist der Van bereit? Hab getan, was ich konnte. Guck's dir an. Easy. Ja, ich bin so ein Ding gefahren. Ein Monster, keine Maschine. Ich hab Skippy, damit dürft's kein Problem werden. Genau, bin selber gefahren. Das ist eine super krasse Waffe, finde ich immer noch, Skippy. Sauber, Mitch. Naja, ich musste ziemlich improvisieren. Egal, das wird reichen müssen. Warte mal ganz kurz, ich will mal... Upgrades! Ich will nämlich... Nee, warte, die Apparition habe ich neu bekommen. Die ist ikonisch. Was kann er aufladen? Besonders durch... Freier Zielfernrohr-Slot und Mod-Slot. Das heißt, ich kann wahrscheinlich... Oh, die kann ich jetzt leider nicht upgraden, weil ich habe keine Teile. Es fängt hier immer bei 8 an und geht dann immer 16, 4, 24, doch 32 und so weiter. 40, 48. Wahrscheinlich immer 8 mehr, quasi. Sieht man ja. Und die soll mitleveln, ja? Skippy? Ah, interessant. Snipergewehr ist halt blau, ne? Ich weiß nicht, aber ist auch ikonisch. Deswegen... Kann ich das schon... Nee, das kann ich nicht verbessern, das Sniper. Die Widow. Doch, kann ich Widowmaker. Ah. Alles klar. Was? Die Waffe gehört gerissenen Ruffen? Doch, er war nicht gerissen genug. Aber bloß war er nicht gerissen genug. Weil ich habe schon überlegt, ob ich mir vielleicht ein paar Teile kaufen soll bei den Händlern. Ist zwar etwas teuer. Hier für die Lizzie zum Beispiel. Eins nur noch, okay. Ja, aber andererseits... Guck mal, da sieht man noch dieses Symbol von den Mox. Finde ich super. Apparition. Könnte ich verbessern, hätte ich jetzt das legendäre Ausnahmetalent. Wisst ihr Bescheid, ne? Ja, Ausnahmetalent ist aber hier... Warte mal, waren das... Itemherstellung? War das hier? Ja, ne? Ausnahmetalent braucht 18. Ah. Ja, komm. Pfeif drauf. Muss ich machen. Muss ich. Herstellungskosten am Items werden verringert. Oh, das ist... Ist es auch Upgrade? Ist es, oder ist es wirklich nur Herstellung? Wir merken uns mal, das kostet 48. So, und jetzt gehe ich mal auf... Oh, Itemherstellung, Upgrades, warte. Oh, ist es wirklich verringert. Offensichtlich. Aber auch die Upgrade... Nee, Upgraden nicht natürlich, aber Herstellung... Ah, ist doch dumm. Das ist ja dumm. Aber jetzt kann ich die Widowmaker verbessern. Machen wir mal, ha? Huh? Ja, nee, gut. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt nämlich upgrade, kostet es auch wieder violette Teile. Es ist halt der Zwiespalt. Der Struggle. Ich kaufe mir mal jetzt was. Ich habe über 100.000 Eddies, deswegen kann ich mir mal ein paar Waffenteile gönnen, glaube ich. Du kommst wieder? Bruder. Ey, Bruder. Wo hat er die denn? Hast du die... Ist sie hier dabei irgendwo? Ja. Hat er wohl. 150 pro... Ja, es geht. Guck mal, kostet 7,5. Zack. 7,5, zack. 15.000 für ein bisschen upgraden, ist doch geil. Ist okay, finde ich. Ist okay. So. Die Lizzi. Und schon wieder blockiert. Ah! Okay, scheiß drauf. Wir machen das jetzt. Wir machen das jetzt. Ich würde die Lizzi und Skippy sind so die besten Pistolen Moment bisher. Noch. Ich hab da noch was. Falls Saul nicht schon tot ist. Werdet ihr das hier brauchen? Oh je. Aufgemotztes Superjet. Elefantendosis. Sollte seine Pumpe wieder auf Zack bringen. Superjet, sind wir ja bei Fallout, oder was? Das hoffe ich. Werd ihn kaum auf dem Rücken raustragen. Okay, das sollte alles sein. Wie? Fährst du mit mir mit? Ja, klar. Ja, klar komme ich mit dir mit. Okay, du fährst. Ich oh soll fahren. Yeah. Ja, ich muss noch an meinem Zielfernrohr basteln. Und ich werde nochmal ganz kurz... Entschuldigung, ich weiß, es ist doof, wenn ich das im Let's Play mache. Aber ich sehe gerade, ich habe ein bisschen wenig Munition gehabt. Oh, seht mal, das kostet jetzt einen Teil weniger. Die hat vorher 9 Teile gekostet, die Munition. Warum nicht? Einfach mal so in den Händen ein paar Kugeln pressen. Ist ja auch ganz einfach.
Wer kennt es nicht, mache ich ständig. Wenn ich zum Schützenverein fahre. So. Aber ich finde Itemherstellung cool. Also mir macht das Laune. Auch wenn es halt jetzt schon öfter, wenn ich das gelesen habe irgendwo, gerade von so Journalistenseiten aus. Also ne, so Gamester haben das, glaube ich, gesagt, dass Crafting eigentlich total kacke wäre. Dass das nicht viel bringt, aber ich finde es cool. Also was heißt kacke? Es ist halt nicht wirklich sehr... Es ist nicht lohnenswert, aber wie gesagt, ich find's eigentlich cool. So, dann mache ich noch ein bisschen was kaputt. Sekündchen. Ja, komm, ich mach alles, was nicht ikonisch ist, kaputt. Pfeif auf das Geld. Ich meine, ikonische Waffen können wir eh nicht zerstören. Ja, habt zwar wieder ein bisschen Platz. Ich sammle ja eh jeden Scheiß auf, den ich so finde. Oh, da habe ich jetzt aber auch eine ganze Menge hier. Einfach mal welche kaputt. Ich meine, die wiegen jetzt nichts, aber die geben Teile, von daher bin ich zufrieden. Ich achte jetzt auch gar nicht auf die Stats, ist mir total wurscht. Da, seht ihr, das ist halt Reichweite. Plus 0,21 und alles Quatsch, alles Quatsch. Muss ich gar nicht drauf achten. Außer, dass es halt nicht episch ist, das ist wichtig. So wie das hier, das würde ich jetzt nicht zerstören. So, und dann noch Klamotten. Oh, das ist besser, aber ich habe was Legendäres, das finde ich besser. Oh. Tell me I'm cute. Pilotenkappe mit Technopolymer-Schutzbrille. Endlich mal was Besseres als dieses dumme Schiffchen, Mann. Es war auch mal Zeit, finde ich. Es war echt an der Zeit. So, habe ich noch was Grünes? Ja, eins haben wir noch. Und alle Items, gut, müssen wir gar nicht erst gucken. Oh ja! Alter, bin ich geil jetzt. Oh, ist das schön. Aha. Musik, bitte. Oh, cool. Wir haben sogar ein Radio. Guck dich aus, wenn du willst. Oh cool, das Auto schlittert überhaupt nicht hier. Ich lass mal die Musik, ich mag so Synthi. Ey, ey, ey. Nicht ausbrechen, danke. Diese Lichter hier am Horizont. Und je näher ich komme, desto mehr verschwinden sie. Ich weiß es nicht, dass er sich hat schnappen lassen. Andere, okay. Aber Saul? Du sagtest doch selbst, er ist nicht in Topform. Schon, aber Zivilisten unter starkem Beschuss über die Grenze schaffen? Dann einen Petrochem-Tanker klauen, die Ventile öffnen, Achten in den Sand malen und alles anzünden, um den Kids eine Show zu liefern? Das ist der Saul, den ich kenne. Jeder hatte seine Idole. Schon klar, aber... Heilige, siehst du das? Das ist ein richtig fetter Sturm. Sieht übel aus. Alter. Er sieht nicht nur übel aus. Wir müssen uns beeilen. Oha, guckt euch mal diese Wolken an. Wir müssen das Auto verstecken. Park neben dem Felsen. Das ist bestimmt ein dicker, fetter Sandsturm. Okay, los. Ich suche mir einen Hinterhalt und behalte dich im Auge. Pass da unten auf dich auf. Holy moly. Oh. Unheimlich. Okay, bin auf Position. In deiner Reichweite. Oh, Knacks.
Komm ich hier hoch? Dann müsste ich hier direkt reinkommen jetzt über das Kabel. Das wäre super geil. Super geil. Ja, das geht sogar. Oh! Wow, ich kann nicht auf dem Kabel laufen, sagt mir auch kein Schwein. Ha, komm ich da irgendwie rauf auf das Dach zu einem Sniper? Cool. Offensichtlich nicht. Okay, das Hauptgebäude ist in deiner Nähe. Dort müssten sie Sol festhalten. Oh nein. Komm ich irgendwie hinter denen, um den auszuschalten? Okay, Hauptgebäude. Halt die Augen offen. Sol muss irgendwo da drin sein. Ich fühle das. Denk dran, was ich dir gesagt habe. Finde den Kontrollraum, dann gehören die Kameras dir. Gut, jetzt ist ja die Frage, wo... Ist er das, der Kontrollraum? Ich weiß es nicht. Oder hier drüben. Ach nee. Dann habe ich doch recht gehabt. Das erste ist der Kontrollraum. Hä? Und knacks. Knack und Back, mein Freund. Hoffe nicht, dass mich jetzt einer hier drin sieht. Wäre ein bisschen unangenehm. So, BD. 55, 7A. BD. E9. 55. Ja, immerhin 1. Pfeif drauf. Hier Infos. Lokales Netzwerk, Überwachungssystem. Ah ja, online. Panam. Oh. Ich habe Sol gefunden, glaube ich. Na dann. Keller. Wie geht's ihm? Schwer zu sagen. Zu dunkel. Okay, geh runter und hol ihn. Vielleicht kommen wir ja noch rechtzeitig. Das ging schnell. Ich dachte, ich muss erst ein bisschen rumsuchen. Oh nein. Bleib einfach da, wo du bist! Scheiße, wie... Viel zu still und leise. Ey, ist nicht meine Schuld. Ey, kann ich auch nichts für Panam. Die haben mich überrascht. Absolut, lass den Zorn in Ruhe jetzt, ja? Nimm doch, was er hat. Fuck! Wir sind gefickt! Wow. Neues Arbeitsunterkampf. Nachricht an Nutzer. Danke. Passiert hier mal was! Mach ich dann alle tot, ist mir auch egal. Hoppala. Na? Machst du jetzt? Okay, will er nicht. Sind alle draußen. Pfeif drauf, gehe ich runter. Ich weiß nicht mehr, ob das eben so geskriptet war.
War es das? Dass ich erwischt werde. Erwischt? Der Wicht! Dass ich erwischt werde, meine ich. Wow. Kaugummi! Will ich das Tor schließen oder so? Ich meine, die Typen sind eh nicht ganz sauber im Kopf, deswegen kann man es eigentlich auch alle erledigen, oder? Bin ich jetzt mal der Meinung. Und Dreck, ey! So Dreck, ey! Boah, diese Sniper, ne? Ein Schuss auf den Kopf und schon. Ja, nein. Nein, wollte ich gar nicht. Oh, ich habe einen gesehen. Oh, ist blockiert. Alles klar. Oh, das ist. Uiuiui. Ey. Von wo? Der da? Und futsch. Ich glaube, wir haben es jetzt. Ich hab's wirklich versucht, leise. Und ich meine, ich war auch gar nicht so schlecht unterwegs, muss man zugeben, oder? Die ersten paar Minuten. Da ging's leider ein bisschen in die Binsen. Ja, einmal wieder anstöpseln. Was haben wir hier? 55 BD 1C. Scheiß. BD. Ah, passt doch. Na, Zeug. Ich mag Zeug. Na gut, Panam, du hast mir jetzt nicht wirklich Rückendeckung gegeben, aber ist auch nicht so wild. Was ist das? Ich sagte, da liegt noch eine ganze Menge Zeug rum. Oh nein. Sind die aber im Keller bei Saul? Ich hoffe nicht. Ah, ne. Nein! Oh Mann! So ein Scheiß! Ah, ich hasse es, diese dummen Granaten, die noch nachticken. Oh, so, jetzt habe ich den ganzen Schmand hier nochmal machen müssen. Hab's auch so durchgezogen wie vorher schon mal und hab einfach alles niedergeballert. Also nicht wundern. So, ich glaube, das war's jetzt aber, oder? Ja, jetzt haben wir alle erledigt. Oh, ich muss jetzt echt nochmal
15 Minuten spielen, um alles nochmal so zu machen wie eben. Genau, das ist doch... Ist schön, nicht? Weil ich so schnell kaputt ging. Oha. Ach, Panam. Hier liegt ein Mädchen. Tot. Ach du Kacke. Ausgeweidet. Und ich glaube nicht nur wegen ihres Chroms. Verfickte Raffen! Seelenlose Pisser! Für diese Wichser gibt's keine Grenzen! Die sind doch echt krass, wie die sich zugerichtet hatten. Alter. Da bin ich doch froh, dass ich sie alle kalt gemacht habe jetzt. Meine Güte. Hoffentlich geht's Saul gut. Nach der Aktion jetzt. Erstmal ein bisschen Geld einsacken, ne? Kann man ja mal machen. Okay. Da ist er. Ich glaube, ich habe ihn. Ist er tot? Glaub nicht. Gut. Schnapp ihn dir und verschwinde. So. Habt ihr... Na, scheiß Zigarre dabei. Oh, ein Schema. Was, eine Zigarre? Deine Zigarre? Hab euch Scheißern doch gesagt. Eine Zigarre, eisgekühlter Fusel und ein paar Ladies, die mir Gesellschaft leisten. Bringt sie mir. Oder leckt mich am Arsch. Ruhig, Saul. Ich bin mit Panam hier. Panam? Aber... Sie ist fort. Nicht auf ewig. Wir holen dich raus. Du, ich kenne dich. Der Söldner. Kannst du gehen? Fuck. Ich glaube, mein Rücken ist im Arsch. Du bist ziemlich hinüber. Bisschen Stärkung gefällig. Oh. Und? Wie geht's ihm? Oh, ja. Zeit, meine Tanzschuhe anzuziehen. Scheint in Ordnung zu sein. Er wollte eine Zigarre und Gesellschaft. Klingt ganz nach Saul. Und jetzt verschwindet von dort. Absolute Shitshow hier unten. Ich glaub, sie hat doch ein gutes Herz für ihn. Verlass das Gebäude. Ich bin gleich da. Wow. Also sie mag ihn doch, meine ich. Das wollte ich sagen. Ey. Toll, jetzt müsste ich sowieso ballern. Wie doof, oder? Au. Oh nein. Hier, Pisser. Nein, ich bin überladen. Aber jetzt alles. Alter Schwede, habe ich viel Zeug jetzt auf einmal. Oh mein Gott, warte mal. Ich muss mal ein bisschen was zerlegen, wenigstens. So. Wie schlecht meine Waffen vom Schaden mittlerweile sind. Guck mal. Oh. Das war ikonisch. Okay, Problem Solver. Ikonisch. Ich habe aber was Legendäres bekommen. Wo ist es denn? Habe ich das schon zerlegt? Ach, keine Ahnung, wir gucken später mal rein. Ich muss erstmal jetzt hier ganz schnell raus. So. Ich sehe so geil aus mit meinem Mützchen. Komm, Saul. Der Sturm. Oh mein Gott, der Sturm. Der hat uns jetzt voll gehittet hier. Oh! Die Knarre, die hatte ich ja gar nicht mehr. Also die habe ich gar nicht eingesammelt. Schnell, springt hinten rein! Wegen dem Laden. Komm jetzt, Saul. Better call Saul. So schlimm sieht er gar nicht aus, finde ich. Ein paar blaue Flecke. Bisschen auf Droge. Du machst einen Fehler. Schon wieder. Was? Ist das dein Ernst? Diese Teufel wollten unseren Standort wissen. Wenn wir jetzt ins Lager fahren, führst du sie direkt dahin. Hast du mal rausgeguckt? Der Sturm verwischt alle unsere Spuren. Ich kann noch ein bisschen schießen, wenn sie uns folgen. Den Blutgeruch? Was? Ja. Wir haben Verstärkung bekommen. Uns sind noch mehr auf den Fersen. Fuck! Lass mich schießen. Schneller, schneller! Oh, da sitze. Wir müssen sie loswerden.
kann man den Motor auch zerficken. Leck mich, Sohn! Beschwer dich halt. Ich krieg dich aus der Mühle nicht raus! Schüttel die Wichser ab! Ab! Mach dich bereit! Aber ich kann meinen Raketenwerfer nicht benutzen. Alle Kargo! Scheiße, da sind wir! Mach die Bossdame kalt! Verlass die Straße! Das wird holprig! Der Sturm! Er wird uns verschlingen! Wir brauchen einen Unterschlupf! Au! Weiß, verdammt, Unterschlupf! In der Nähe ist eine verlassene Farm! Da bringe ich alle Kargo! Ah, mein Kopf! Mich umbringen? Ah, ja, ja, das sind echt viele. Ah, dieses. Okay, verdammt, das reicht! Aha! Wunderschön! Sollten Sie aufhalten! Sehr gut. Nicht übel, Kleine. Hätte ich auch nicht besser hingekriegt. Ich... danke. Och, so nett. Sicher, dass keiner mehr nachkommt? Sind sozusagen die Raider hier draußen, ja? Diese Assis. Siehst du die Häuser dort? Da drin sitzen wir es aus! Ich kenne diesen Ort. Sollte sicher sein. Zumindest fürs Erste. Schade, die hatte was Episches dabei. Das hätte ich gern gehabt. Rein! Schnell! Gut. Nächstes Mal geht's weiter, Leute. Das wird jetzt vielleicht noch spannend. Wer weiß, vielleicht ist die Mission auch sofort vorbei. Aber das werden wir sehen. Danke fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren. Wir sehen uns zu Cyberpunk wieder. Bis dann, tschüss.